22. Januar erscheint ihr neues Album Unendlich. Was erwartet denn die Fans? Naja, ich meine, nicht weniger als ein schönes, poppiges Schlageralbum mit alten Titeln, die wir neu aufgenommen haben und haben uns an die rhythmischen gehalten, vor allem auch die 70er-Jahre-Titel, gefallen, abgebrannt, alles braucht seine Zeit, ich weiß gerne, wie du sowas, und haben ein paar neuere zugenommen, Blondes Wunder 2016, ein Duett mit der Grazia Di Fresco von Domenica, Lieder in Liebes mit drauf, die Zeit hat keine Wunden, und Domenica ist zum Beispiel produziert von Heroes und Ganoven, von den Jungs, die gerade geiles Leben gemacht haben mit Glasperlenspiel, und das ist also wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, und natürlich dann die neuen Titel, die wir dazugenommen haben. Vorweg erstmal die Single von Hier bis zur Endlichkeit von Grafenteam produziert und vom Grafen selber geschriebener Text. Die schönste Zeit des Lebens, ein Titel auch von ihm geschriebener Text, der illustriert, welchen Respekt er vor einer so langen auch Schlagerkarriere hat. Er ist ein Rock'n'Roller und Bopper und fand das toll. Ich fand es natürlich toll, dass sie gesagt haben, komm, wir produzieren auch zwei ältere Titel von dir und haben noch Ich werde es gerne wie du und Erst willst du mich produzieren. Das fand ich natürlich toll und haben es auch toll gemacht. Und dann haben wir auch so einen alten Titel wie Loop the Love mit aufgenommen, 44 Jahre alt von Jay Bastos damals. Und der ist sehr poppig geworden für die Hütten und so weiter. Also geht richtig ab, macht gute Laune und der ist natürlich für die Tanzbarkeit sozusagen gedacht. Und natürlich bei neuen Sachen, die wir gemacht haben, Giganten von meinem Mitte-Team und auch wenn der Vorhang fällt von der Münchner Freiheit von dem Team. Und so haben wir ein wirklich tolles Album hingekriegt. Ich glaube, es wird vielen Leuten, die poppige Schlager mögen, viel Spaß bringen, bin ich ganz sicher. Sie haben ja vielen alten Songs ein neues Gewand gegeben. Wieso haben Sie sich nicht für komplett neue Titel entschieden? Weil wir einfach gesagt haben, durch den Firmenwechsel von der Electrola Universal hin zur Sony Ariola, Back to the Roots, ich war ja früher bei Hansa Ariola, haben die plötzlich mich gesehen auf der Bühne mit Band und haben sich das angeguckt und haben gesagt, Mensch, da sind so schöne Sachen bei, die müssen wir nicht wiederbeleben. Und das haben wir gesagt, okay, dann machen wir so einen Mix aus neuen Titeln, fünf neue und sonst alte Titel wieder aufpeppen. Und gerade die 70er Jahre Titel, die frei abgebrannt, die so lange her sind und eben auch 30 Jahre alt klingen oder 35 Jahre alt klingen, die wollten wir neu machen, alles braucht seine Zeit und so weiter. Und da haben wir gesagt, okay, machen wir so einen Mix daraus und das ist uns glaube ich gut gelungen und haben vier Teams am Start gehabt. Und insofern muss ich sagen, sind wir wirklich blendend aufgestellt gewesen. Und wir haben natürlich immer die Hoffnung, dass was gut läuft. Und jetzt ist natürlich auch erfreulicherweise der Graf-Song, die erste Single von Hier bis zur Unendlichkeit, jetzt auch ganz überraschend schnell Nummer 1 geworden. Airplay-Charts sind da wirklich vorne. Und dann, wenn ich sehe, die Liste der alten Weggefährten, Roland Kaiser auf 2 mit seinem neuen Titel, Howard Carpendale ist auf 3 und dann Gabalier, das finde ich schon amüsant und schön. Wie haben Sie die Titel ausgewählt, die es aufs Album geschafft haben? Eigentlich muss ich sagen, kamen wirklich Vorschläge von der neuen Firma, die das Konzert gesehen haben und gesagt, komm, wir gehen uns auf die rhythmischen Titel und haben so eine riesen Liste gehabt. Wir haben also viel wegfallen lassen müssen, weil einige Fans sich auch beschwert haben, was Beste aus 40 Jahren stimmt. Ja, das fehlt ja das. Stimmt natürlich. Die langsamen Titel haben wir ein bisschen aus den Augen verloren, haben die rhythmischen Titel genommen und so haben wir da einfach so einen roten Faden da gehabt, was die rhythmischen Titel angeht. Und haben dann entschieden, so und so machen wir das. Aber es fehlt Nikita, Deutsche Version, entschuldige, ich kenne dich, Liebe auf Zeit, mein größter Erfolg. Es fehlt alles und geliebt hast du nur noch einige mehr. Also da gibt es sicherlich vielleicht sogar eine Chance, eine Fortsetzung mal zu machen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen ein paar neue Sachen machen. Und da sind meine Schreiber wieder, bin ich an die Front getreten sozusagen. Und dann kamen sie zufällig mit dem Grafen zusammen dazu. Und der hat dann gesagt, komm, ich schreibe was für euch, für dich, also für dein Team. Und dann haben sie plötzlich Spaß gehabt, das selber auch zu produzieren. Und haben gleich noch zwei alte Titel, wie ich schon sagte, auch noch neu produziert. Und so haben die gleich vier Titel für das Album gemacht. Und so kam das alles eins zum anderen, der so geht im Gespräch und haben so auch Spaß dran gehabt. Und dann finde ich die Nummer, die jetzt vom Graf gemacht ist, von Hier bis zur Unendlichkeit, richtig gut gelungen, finde ich. Und insofern freuen wir uns, dass das Ding auch jetzt scheinbar doch sehr gut einschlägt. Ja.